Hey und schön, dass du dabei bist. Wie du schon im Intro gesehen hast, erstellen wir in diesem Video die Abonnier-Button-Animation mit einer Glocke für YouTube. Dafür brauchen wir zwei PNGs und eine Audio. Einmal die YouTube-Glocke, die Hand fürs Zeigen und einen Klick-Soundeffekt. Diese drei Dateien habe ich dir zum kostenlosen Download in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr euch alles runterziehen und dann einmal alles in After Effects reinziehen. Wenn wir das geschafft haben, dann können wir auch schon starten. Hier im Projektfenster mit einem Rechtsklick auf Neue Komposition. Ich habe hier die Standardeinstellungen 1920x1080 und eine Framerate von 30. Dauer 10 Sekunden, die sollten völlig ausreichen. Dann das Ganze noch um. Als erstes wählen wir uns bei diesem Rechteckwerkzeug einmal draufklicken, das abgerundete Rechteckwerkzeug aus und ziehen uns hier ein Rechteck auf. Die Flächenfarbe, die ist jetzt bei mir schon rot, genau das wollte ich ja, einmal rot auswählen und die Kontur auf ohne. Dann nenne ich hier unten unsere Formebene schon mal um, dass wir später nicht durcheinander kommen. Einmal in Button, das wird unser YouTube-Button. Und jetzt öffne ich hier einmal den Inhalt, Rechteck und den Rechteckpfad und kann hier die Größe auswählen. Hier sind jetzt die Proportionen noch verknüpft. Da klicke ich einmal drauf, um diese zu entfernen und gebe die Werte 620 und 185 ein. Diesen Button, den richte ich hier rechts noch mittig aus, einmal horizontal und vertikal. Und schwupps haben wir unseren Button. Als nächstes wähle ich mir hier das Textwerkzeug. Geht auch mit STRG und T. Einmal beliebig irgendwo draufklicken und den Text Subscribe schreiben. Diesen Text färbe ich jetzt noch weiß. Ich habe hier als Schriftart den Railway Extra Bold mit einer Größe von 70 Pixel. Aber den könnt ihr natürlich auch beliebig wählen. Diesen Text richte ich jetzt wieder mittig aus. Und dann können wir auch schon anfangen, das Ganze zu animieren. Wir gehen jetzt in der Timeline auf eine Sekunde, klicken unser Subscribe-Text an, öffnen die Position und erstellen unseren ersten Keyframe. Hier auf die Stoppuhr einmal klicken. Dann 15 Frames nach vorne, also genau auf dem Wert 15. Einmal den Text mit der X-Achse nach rechts ziehen, also aus unserem Button. Und eine Verknüpfung erstellen. Das kann man hier mit diesem Kringel einmal den Subscribe-Text auf unseren Button ziehen. Jetzt sind die miteinander verknüpft. Dann wählen wir wieder unsere Button-Ebene aus, gehen auf eine Sekunde und öffnen den ganzen mal. Hier brauchen wir verschiedene Dinge. Einmal die Größe, dafür erstellen wir uns wieder einen Keyframe. Die Rundheit, und mit der Taste P können wir die Position öffnen. Hier auch noch einen Keyframe erstellen. Mit der Taste U können wir uns jetzt alle Keyframes anzeigen lassen und wir gehen wieder auf 15 Sekunden und verstellen jetzt die Werte hier ein wenig. Für die Größe wähle ich 125x125, die Rundheit auf 100 und die Position, die ziehe ich jetzt aus dem Bild nach unten. Für einen glatteren Verlauf wähle ich jetzt alle meine Keyframes aus. Und mit der Taste F9 kann ich diese auf Easy Ease stellen. Dann können wir hier die Ebenen wieder zuklappen. Nehme jetzt hier meine Button-Ebene und dupliziere die einmal. Mit der STRG und D-Taste kann ich diese duplizieren. Ziehe diese ganz nach oben, einmal über allem. Und wähle jetzt hier für meinen Text die Alpha-Maske. Das heißt, der Text wird nur in unserem Button angezeigt. So, als nächstes brauchen wir hier einmal die Glocke und die Hand. Beides ziehe ich jetzt einzeln einmal in eine neue Komposition. Hier auf dieses Zeichen einmal ziehen. Dann erstellt sich auch schon eine Komposition für die Glocke. Das gleiche machen wir jetzt nochmal mit der Hand. Gehen dann wieder auf unsere Hauptkomposition und ziehen jetzt einmal zuerst die Glocke in unsere Hauptkomposition. Die ist jetzt noch ein bisschen riesig. Sieh mal nach oben, dass wir sie sehen.
Das heißt, mit der Taste S skaliere ich das Ganze noch ein wenig runter auf 45%. Und die Glocke darf hier natürlich nicht angezeigt werden, deshalb unter alle Ebenen. Dann gehe ich auf den Wert 1 Sekunde, mache einen Doppelklick auf meine Glocke und teile hier einmal diese Glocke, denn ich möchte sie erst ab einer Sekunde erscheinen lassen. Als nächstes ziehe ich mir die Hand als Komposition in meine Hauptkomposition. Zur Übersicht ziehe ich sie wieder nach oben. Diese skaliere ich auch wieder nach unten mit dem Wert 45. Gehe in der Timeline 15 Sekunden nach hinten, also auf den Wert 1 Sekunde und 15 und öffne mit der Taste P die Position. Jetzt verschiebe ich die Position bis hier mein Zeigefinger auf der Mitte des Textes bzw. des Buttons ist. Dafür erstelle ich auch schon einen Keyframe für die Position hier einmal. Die Hand möchte ich auch erscheinen lassen. Ich gehe jetzt wieder auf die erste Sekunde und ziehe die Hand aus dem Bild hinaus und etwas nach rechts. Dann fliegt die so rein. Dann markiere ich mir wieder meine Keyframes und stelle sie auf Easy Ease mit der Taste F9. Gehe jetzt in der Timeline auf den Wert 1:27, also 1 Sekunde und 27 Frames. Wähle mir das Marionetten-Pin-Werkzeug und setze jetzt ein paar Pins. Dafür zoome ich einmal rein. Hier einmal für unseren Zeigefinger und hier an den beiden Seiten noch Pins. Sehen wir gleich, wieso wir das gemacht haben. Hier hat sich jetzt ein Gitter erstellt. Das können wir einmal öffnen. Und unter Deformieren finden wir jetzt unsere vier gesetzten Pins. Uns interessiert hier der erste Pin, den einmal öffnen. Hier haben sich jetzt Keyframes erstellt und für die Keyframes können wir die Position verändern. Jetzt auf den Wert 2 Sekunden, also 3 Keyframes weiter. Ich möchte jetzt die Y-Position so verändern, dass sich dieser Finger hier biegt. Dass es aussieht, als würde er einmal klicken. Gehe wieder 3 Keyframes weiter und kopiere jetzt meinen ersten Keyframe vom Anfang. Setze ihn da ein. Dann können wir das Ganze hier wieder schließen und erstellen uns einen neuen Text. Ich habe hier nichts ausgewählt. Das Textwerkzeug-Tool einmal greifen und einmal Subscribed schreiben. In der Timeline gehe ich auf 2 Sekunden, richte diesmal das Ganze nur horizontal aus, aber wähle diesmal kein Weiß, sondern einen grauen Farbton aus. Als nächstes verknüpfe ich hier mit diesem Kringel wieder den neuen Text mit dem alten Subscribe-Text. Öffne hier einmal den Subscribe-Text, die Position mit der Taste P, erstelle einen Keyframe, gehe 10 Frames weiter und schiebe jetzt den neuen Text in die Mitte. Dann schließen wir alles mal wieder. Ich wähle jetzt hier meinen Button 2 aus. Den nenne ich mal um, dass wir nicht durcheinander kommen, in Maske. Das war eben die Maske für den Text. Und diese Maske duplizieren wir jetzt einmal mit der STRG und D-Taste wieder. Ziehen unseren neuen Textlayer unter diese Maske und wählen wieder die Alpha-Maske aus. Zunächst gehen wir wieder auf 2 Sekunden. Wir kümmern uns jetzt um die Button-Ebene. Wir wollen hier die Farbe ändern. Hier einmal den Button-Layer öffnen. Unter Fläche finden wir die Farbe, erstellen hier einen Keyframe, gehen 10 Frames weiter und ändern die Farbe in ein leichtes Grau. Dann markieren wir wieder unsere Keyframes. Mit der Taste F9 können wir diese auf Easy Ease setzen, gehen einmal in den Graph-Editor und ändern die Kurve folgendermaßen. Hier einmal nach links ziehen, dass die Animation hier schnell abläuft, dann sich verlangsamt. Können wir das Ganze wieder schließen und kümmern uns als nächstes um die Glocke. Gehe wieder auf 2 Sekunden, öffne mit der Taste P die Position von der Glocke, setze meinen ersten Keyframe, gehe 10 Frames weiter und verändere die Position jetzt so, dass die Glocke hier rechts neben diesem Button angezeigt wird.
Das heißt, ich verändere die X-Achse nach rechts, markiere beide Keyframes wieder. Mit der Taste F9 setze ich diese auf Easy Ease und gehe wieder in den Graph-Editor. Mach das gleiche noch einmal. Dann gehen wir einmal auf 3 Sekunden, wählen unsere Handebene aus, wieder die Taste P für die Position, setzen einen Keyframe, gehen 10 Frames weiter und positionieren die Hand jetzt auf der Glocke. Dann gehen wir auf 3 Sekunden und 27 Frames, lassen uns einmal mit der Taste U alle Keyframes anzeigen und kopieren jetzt hier unsere Klick-Animation vom Pin 1. Kopieren das auf diese Stelle. Können wir das Ganze hier wieder schließen. Als nächstes brauchen wir noch die Glocke, die wollen wir noch animieren. Ich mache jetzt hier einmal einen Doppelklick auf meine Glocke, wähle die Ebene aus, gehe unter Ebene auf Pause-Stift. Hier werden die Standardeinstellungen angezeigt, die passen auch. Hier wird nämlich jetzt eine Maske erstellt von der Glocke. Das heißt, unser PNG können wir hier einmal entfernen. Wir duplizieren die abgepauste Glocke noch zweimal mit der STRG-D-Taste. Nennen das Ganze jetzt hier einmal um. Die erste Ebene ist der Körper, zweites einmal links und der dritte einmal der rechte Teil. Dann öffnen wir hier einmal den Body. Hier haben sich jetzt 4 Masken erstellt. Der linke Teil, der rechte Teil, der Mittelpart und hier der untere Teil. Für den Body, wir wählen hier die Maske 2 und die Maske 3 aus und löschen diese. Für den linken Teil löschen wir die Masken 1, 3 und 4. Und für den rechten Teil einmal 1, 2 und 4. Dann gehen wir auf 4 Sekunden und 10 Frames. Markieren einmal die linke und den rechten Teil der Glocke. Mit der Taste P lassen wir uns die Position anzeigen. Stellen einen Keyframe. Gehen wieder auf 4 Sekunden. Für die linke Hälfte habe ich jetzt die Position bei 4 Sekunden auf 290 und 245 und für die rechte Seite auf 110 und 245 verändert. Habe alle Keyframes noch markiert und auf Easy Ease gestellt, bin wieder in den Graph-Editor und habe die Kurve folgendermaßen angepasst. Dann kann ich wieder meine Hauptkomposition wechseln, gehe in der Zeitleiste 15 Frames weiter, wähle die Handebene aus, lasse mir mit der Taste P einmal die Position anzeigen, erstelle mir einen Keyframe, gehe auf Sekunde 5 und ziehe jetzt die Hand wieder hier aus dem Bild nach unten und ein wenig nach rechts. Dann verbinde ich noch meine zweite Maske mit meiner Buttonebene, hier wieder mit diesem Kringel, einmal draufziehen und auch noch die Glocke mit dem Button. Dann schaue ich, dass ich auf der Sekunde 5 bin, öffne einmal für den Button die Position mit der Taste P, erstelle einen Keyframe, gehe noch 15 Keyframes weiter. Da jetzt alles mit dem Button verbunden ist, kann ich jetzt zum Abschluss hier nochmal hier das Ganze aus dem Bild verschwinden lassen. So sieht jetzt unsere Animation aus. Für den Schluss aktiviere ich jetzt hier noch die Bewegungsunschärfe. Hier bei diesem Zeichen alle Ebenen einmal auswählen und schauen, dass hier die Bewegungsunschärfe blau hinterlegt ist. Dann kann ich noch meinen Klicksound in meine Komposition ziehen. Lasse mir hier einmal die Wellenform anzeigen und schaue, dass sich, wenn sich der Zeigefinger bewegt, der Klicksound an der richtigen Stelle sitzt. Diesen Klicksound dupliziere ich noch einmal, lass mir wieder die Wellenform anzeigen und mache das gleiche noch einmal für den zweiten Klick. Jetzt könnt ihr das Ganze mit transparentem Hintergrund rendern und für eure Videos verwenden. Viel Spaß damit!